Es ist 6.30 Uhr. Herzlich willkommen in einer neuen Arbeitswoche und herzlich willkommen in einer neuen Tirolwoche. Einen schönen Montagmorgen wünschen wir aus Kirchdorf in Tirol. Schönen guten Morgen an diesem Montag. Hinter uns liegt ein Wochenende, ein sehr spannendes Wochenende. Wir hatten den Eurovision Song Contest. Wir hatten das Finale in der österreichischen und heimischen Fußball-Bundesliga und wir hatten da ein Video, das für ein innenpolitisches Erdbeben gesorgt hat. Und seit Samstag wissen wir, es wird Neuwahlen geben. Fixes Datum gibt es noch nicht, aber es wird wohl September werden. Mhm. Was bedeutet diese Ibiza-Affäre, wie sie genannt wird, für Österreich? Was bedeutet sie für Europa? Das ist natürlich auch bei uns heute Thema und wir besprechen das jetzt gleich mit Armin Mühlböck. Er ist Politologe an der Uni Salzburg. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Herr Mühlböck, wenn man sich mediale Reaktionen aus dem Ausland ansieht, dann ist da unter anderem von einer Staatskrise oder auch von einem politischen Scherbenhaufen in Österreich zu lesen. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation? Ja, die Vorgänge waren freilich nicht nichts. Das war schon ein Hammer bzw. ein historisches Ereignis. Und man sieht ja die breiten Wirkungen dieses Ereignisses sehr deutlich. Es hat die Regierung gesprengt, es wird Neuwahlen geben. Mhm. Kanzler Sebastian Kurz hat am Wochenende gesagt, er möchte, Zitat, in aller Ruhe bis zur Wahl weiterarbeiten. Geht das überhaupt und wie kann politische Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten ausschauen? Ja, Bundeskanzler Sebastian Kurz möchte sein Reformprogramm weiterführen. Die Frage ist nur, wie und mit wem. Man hört ja, dass Innenminister Kickl abgelöst werden soll. Wie es mit den weiteren FPÖ-Ministerien aussieht, ja, wir werden es sehen. Werden die im Amt bleiben? Und wenn ja, in welchem Ausmaß ist dann noch Sachpolitik möglich zwischen ÖVP und FPÖ? Aber auch die Stimmen im Hinblick auf eine Expertenregierung werden immer lauter. Mhm. Sie haben es angesprochen, ein Thema, das heute vielleicht beantwortet wird, oder eine Frage, wie geht es mit noch FPÖ-Innenminister Herbert Kickl weiter? Da gibt es Gerüchte, zumindest wurde das gestern von Gernot Blümel auch angesprochen, in der ZIP2 und dann später im Zentrum, dass er heute damit rechnet, dass Bundeskanzler Kurz die Abberufung von Innenminister Kickl fordert. Wenn das so ist, sagt die FPÖ, treten wir mit allen unseren Ministern zurück. Was würde das denn bedeuten? Ja, das eröffnet dann eine neue Situation, das heißt, die Regierungsposten müssen besetzt werden. Die Frage ist, wie und mit wem. Wie gesagt, im Raum steht die Besetzung mit Experten, Expertinnen. Allerdings, was wichtig ist in dem Zusammenhang, die Regierung braucht Rückhalt im Parlament, muss vom Parlament getragen sein, damit sie handlungsfähig ist und damit sie handlungsfähig bleibt. Das heißt, in diesem Fall müssen die Parlamentsparteien mitspielen, vor allen Dingen die Oppositionsparteien. Und Bundeskanzler Kurz muss sich Mehrheiten im Parlament suchen. Seit mittlerweile 2,5 Tagen ist in Österreich innenpolitisch kein Stein mehr auf dem gleichen geblieben, auf demselben. Was bedeutet das jetzt für zum Beispiel alle Gesetzesänderungen, die geplant gewesen wären, für Untersuchungsausschüsse, BVD, Eurofighter sind gerade am Laufen? Ist das jetzt alles auf Eis gelegt? Ja, zunächst einmal, wenn sich das Parlament auflösen soll, das muss ja bei einer vorzeitigen Neuwahl passieren, arbeitet das Parlament schon weiter und zwar bis hin zur Neuwahl. Allerdings sind die Spielregeln anders. Diese wechselnden Mehrheiten, die es jetzt gibt, eröffnen natürlich auch Dinge für andere Abstimmungen, für andere Inhalte, keine Frage. Die Untersuchungsausschüsse, ja, die enden mit der Legislaturperiode. Das heißt, ist die Legislaturperiode vorbei, ist auch der Untersuchungsausschuss vorbei. Das heißt, da wird man nie drauf kommen, was wirklich war, oder müsste das dann eine allfällige neue Regierung wieder aufrollen? Exakt, genau so ist das. Das heißt nicht, dass der Untersuchungsausschuss komplett vorbei ist, aber er muss wieder neu aufgerollt werden. Mhm. Welche Partei profitiert denn Ihrer Einschätzung nach jetzt am meisten von dieser Situation? Was EU-Wahl betrifft, im ersten Schritt, wir wählen in nicht mal einer Woche, am kommenden Sonntag, und dann auch in einem weiteren für vorgezogene Nationalratswahlen. Ja, zunächst zu den EU-Wahlen. Ja. Man kann tatsächlich seriös nicht sagen jetzt, wie die Auswirkungen sein werden.
Allerdings, es war nicht nichts. Weil es zu kurz vor der Wahl war. Da gibt es ja auch Studien, die sagen, alles, was zwei Wochen vor einer Wahl passiert, hat kaum Effekte. Ja, ich denke, es war nicht nichts, sondern das war schon ein Hammer, das war schon ein historisches Ereignis. Und dass das ganz ohne Wirkungen bleibt auf die EU-Wahl, kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Allerdings stellt sich die Frage, wie und in welchem Ausmaß. Ja. Mhm. Und was man natürlich davon unterscheiden muss, sind die Effekte wahrscheinlich bei der Nationalratswahl, weil es bis dorthin noch mehr als 4 Monate sein werden. Ja, jetzt vermischt sich das natürlich alles. Das heißt, der EU-Wahlkampf, der lief ja. Hinzu kommt jetzt der Nationalratswahlkampf, das vermischt sich jetzt alles und ist natürlich sehr, sehr schwer voneinander zu trennen. Es werden heute noch einige spannende Fragen zu besprechen sein. Herr Mühlberg, vielen Dank für den frühen Besuch fürs Erste. Sehr gerne, sehr gerne. Guten Morgen Österreich. Am Montag, am 20. Mai, am Wochenbeginn nach einem Wochenende, wo es wahrscheinlich heute im Büro nur ein Thema gibt. Ein ganzes Land, vielleicht auch in ganz Europa, wird über das gesprochen, was in den letzten 48 und schon ein bisschen mehr Stunden passiert ist. Die Ibiza-Affäre, wie sie genannt ist, und viele damit verbundene offene Fragen sind natürlich auch heute bei uns Thema bei Guten Morgen Österreich. Zu Gast heute Mario Zennhäuser, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und vielen Dank fürs Kommen nach einem wahrscheinlich auch bei Ihnen in der Redaktion sehr aufregenden Wochenende. Allerdings, ja. Die letzten 2 Tage, die hatten es in sich. Mhm. Was haben Sie sich persönlich gedacht, als Sie das Ibiza-Video, das sogenannte, zum ersten Mal gesehen haben? Ganz ehrlich, am Anfang habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein. Ich war so, wie die meisten anderen auch, ich war schockiert. Und habe gedacht, möglicherweise ist das ein Fake oder... Mhm. Man hat also nicht genau gewusst am Anfang und dann allerdings... Die Tatsache, dass Spiegel und Süddeutsche Zeitung das ausgespielt haben, hat dann schon darauf schließen lassen, dass es authentisch ist. Wie oft kommt das heutzutage denn im Printbereich vor, dass man so brisantes Material angeboten bekommt? So brisantes Material wie dieses ist natürlich eher selten, das muss man schon sagen. Aber es gibt immer wieder, davon leben Medien, auch Printmedien, dass sie brisantes Material zugespielt bekommen. Wie läuft das dort oder wie kann man sich das im Hintergrund vorstellen? Ruft da eine anonyme Nummer beim Chefredakteur zum Beispiel an und sagt, treffen wir uns? Man muss das nicht so hoch ansiedeln. Das geht auf allen Ebenen durch. Da werden einfach Kolleginnen und Kollegen angesprochen. Denen bietet man irgendeine Unterlage an. Und der muss dann entscheiden, was er damit macht. Es geht dann ein klares Prozedere ab. Der muss also dann überprüfen, ist es authentisch, das Material? Das ist das Erste. Wenn das dann ist, dann muss er sich die Frage stellen, cui bono, also wer profitiert davon? Wem nützt das, ja? Ganz genau. Wenn er das alles abgeklärt hat, dann geht's los. Ja. Was kostet so ein Material? Süddeutsche und Spiegel dementieren ja, dass sie dafür bezahlt haben. Man hört auch, dass doch irgendwie Geld geflossen ist hintenrum. Kann man das einschätzen? Wird dafür bezahlt? Nein. Gibt es also, Medien, die dafür bezahlen? Das kann ich kann also nur von uns reden. Wir bezahlen für sowas definitiv nicht. Es spricht auch einiges gegen die Theorie, dass es dafür bezahlt worden ist, weil wenn sie Geld hätten machen wollen, dann hätten sie es wohl in erster Linie der FPÖ angeboten, damit sie das aufkauft. Mhm. Und die hätten viel, viel Geld bezahlt, bin ich mir sicher. Die spannendste oder eine der spannendsten Fragen in dieser Causa ist, wer hat das Video produziert? Da sind auch alle Seiten um Aufklärung bemüht. Süddeutsche und Spiegel berufen sich auf das Redaktionsgeheimnis, auf den Quellenschutz, sagen, wir dürfen das nicht preisgeben, wer uns das Video zugespielt hat. Gilt das unter allen Konsequenzen, auch wenn das so weitreichende Folgen hat? Ja, in jedem Fall. Wobei das nicht mehr Einschätzung der Redaktion ist. Dürfen tun sie schon. Nur man tut es nicht einfach aus dem Grund, dass man in der Außenwirkung seine Quellen eben schützt. Und das ist ein verbrieftes Recht. Glauben Sie, kommt man da jemals drauf, wer hinter diesem Video steckt? Ja, glaube ich schon, weil wenn Personen wie der Jan Böhmermann auch offensichtlich im Besitz dieses Videos waren, dann wird das schon irgendwann einmal aufkommen. Die Medien selber werden das definitiv nicht herausgeben. Mhm.
Gerade für uns Journalisten interessant sind die Passagen, wo es um das Medienbild des ehemaligen Vizekanzlers Strache geht. Was glauben Sie, führt das in der Bevölkerung, diese ganze Causa, jetzt dazu, dass die Menschen mehr Vertrauen zu Medien haben oder eher weniger? Das ist eine schwierige Frage. Es ist jetzt schon so, dass durch das Aufkommen von sozialen Netzwerken das Vertrauen ganz generell in die Medienlandschaft gesunken ist. Möglicherweise hat das eine positive Wirkung jetzt in diese Richtung für die Politik an und für sich, wird es definitiv schwerer. Das ist ein katastrophales Bild, das sich da bietet. Mhm. Herr Zönhäusern, vielen Dank für diese Einschätzungen und für den Besuch heute bei uns. Gerne. In Kirchdorf in Tirol. Und kurz nach 7:30 herzlich willkommen am Dorfplatz von Kirchdorf in Tirol. Hinter uns liegt ein spannendes Wochenende. Wir hatten nicht nur den Eurovision Song Contest, wir hatten das Finale in der deutschen und auch in der österreichischen Fußball-Bundesliga und wir hatten da ein Video, das für ein innenpolitisches Erdbeben gesorgt hat. Was bedeutet die Ibiza-Affäre, wie sie genannt wird, für Österreich, für Europa, für die politische Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten? All das werden wir heute in der Früh versuchen einzuschätzen und einzuordnen. Dabei helfen wird uns Armin Mühlböck, Politologe an der Uni Salzburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ausländische Medien schreiben in den letzten zwei Tagen von einem politischen Scherbenhaufen in Österreich, von einer Staatskrise. Ist es das? Ja, zumindest ist das Ganze schon ein historisches Ereignis. Es war ein richtiger Knaller. Die Regierung ist zerplatzt. Es gibt Neuwahlen in Österreich und das ist noch nicht alles. Das wird noch weitere Dinge auslösen. Mhm. Nicht nur Neuwahlen auf Bundesebene, sondern, wie wir am Wochenende gehört haben, auch im Burgenland wird vorgezogen gewählt, in der Steiermark wird es diskutiert und jetzt ganz neu in der Zeit im Bild gehört Randy Wagner von der SPÖ und die gesamte SPÖ fordert sogar auf Stadtebene in Linz Neuwahlen. Ist dieses Thema, ist dieses Video, natürlich hat es mit der FPÖ zu tun, auch wenn das Kickl nach wie vor dementiert, ist es wirklich ein Thema, das die Politik auf Landesebene bis sogar hin auf Stadtebene beeinflusst oder damit zu tun hat? Ja, das ist so. Und zwar, wir befinden uns ab sofort im Wahlkampf für die Nationalratswahlen, die im September stattfinden werden. Dabei ist es für die SPÖ zentral wichtig, dass sie ihre Reihen schließt, dass sie ihre Ausgangsposition so gut wie möglich konstruiert. Und dabei ist ein Aspekt ganz wesentlich, und zwar die Abgrenzung zur FPÖ. Und das funktioniert überhaupt nicht, wenn die SPÖ irgendwo auf Landesebene oder in einer Landeshauptstadt in Koalition mit der FPÖ arbeitet. Und deswegen muss das beendet werden. Mhm. Wobei die FPÖ sagen wird, das ist eine private Sache, oder schon sagt, das ist eine private Sache des Herrn Gudenus und des Herrn Strache. Das hat mit der Partei und schon gar nicht mit einem Stadtrat, einem Gemeinderat oder einem Landesrat zu tun, einer Landesregierung. Ja, ein Vizekanzler und Parteiobmann hat freilich mit der Partei zu tun. Weiter braucht man, denke ich, dazu nichts sagen. Wie geht es mit HC Strache weiter, mit Heinz-Christian Strache, dem ehemaligen Vizekanzler? Da wird überlegt, ob er vielleicht Landesparteichef der FPÖ in Wien bleiben wird. Wie schätzen Sie das ein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, die politischen Tage des HC Strache sind gezählt, würde ich mal sagen. Mhm. Gestern auch nicht nur zurückgetreten, sondern auch ausgetreten Gudenus. Das heißt, für den wird es in den nächsten Jahren, wenn überhaupt, politisch sowieso kein Thema mehr geben. Ich denke nicht, dass die politische Bühne von Herrn Gudenus wieder betreten wird. Mhm. In weniger als einer Woche gibt es EU-Wahlen. Wie wirkt sich das, was am vergangenen Wochenende passiert ist, glauben Sie, aus auf diese Wahl? Ja, die Zeit ist wahnsinnig kurz, jetzt hin zur EU-Wahl. Nur eine Woche liegt dazwischen, zwischen dem Video und der EU-Wahl. Die Wahlforschung geht davon aus, dass in der letzten Woche eigentlich nicht mehr so viel passiert, was jetzt das Wahlverhalten beeinflussen kann. Aber das war jetzt nicht nichts. Das war schon ein Hammer, das war schon ein historisches Ereignis. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jetzt das gar keine Wirkungen hat auf die EU-Wahl. Ich stelle mir nur die Frage, wie und in welchem Ausmaß. Wahrscheinlich im Hinblick auf die Wahlbeteiligung kann man das Ganze diskutieren. Das heißt, bleiben jetzt noch mehr zu Hause. Bei der EU-Wahl ist die Wahlbeteiligung sowieso schon sehr nieder. Oder hat das Ganze in gewissen Bereichen einen mobilisierenden Effekt? Beispielsweise bei der SPÖ. Oder gibt es bei der FPÖ eine jetzt erst Recht-Stimmung? All diese Dinge kann man diskutieren, stehen aber in den Sternen.
auch noch offen ist, wie es mit den noch im Amt befindlichen FPÖ-Ministern weitergeht. Das wird vielleicht der heutige Tag beantworten können. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Herr Mühlberg, vielen Dank für die Einschätzungen. Sehr gerne. Schönen guten Morgen, Österreich. Kurz nach 8 an diesem 20. Mai, einem Montag, an dem es in unserem Land nicht viele andere Gesprächsthemen gibt als die sogenannte Ibiza-Affäre. Ein Video, das Freitagabend 18 Uhr, also vor 2,5 Tagen veröffentlicht wurde und seit deren oder dessen Veröffentlichung nichts mehr so ist in der Innenpolitik wie davor. Was bedeutet das jetzt für das Vertrauen der Österreicher und Österreicher in Bezug auf Politiker, in Bezug auf Medien und wie wird es in den nächsten Tagen weitergehen? Darüber sprechen auch wir natürlich heute. Jetzt mit Mario Zennhäusern, er ist Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und vielen Dank fürs Kommen nach einem sicherlich auch für Sie und die Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion sehr spannenden Wochenende. Spannend und arbeitsreich. Ja, wie muss man sich das vorstellen, wenn da am Freitagabend, wo eigentlich so wie in jeder Branche, auch im Journalismus, jeder auf dem Weg nach Hause ist, was ist da am Wochenende alles passiert? Naja, bei uns ist um die Zeit noch nicht jeder auf dem Weg nach Hause. Es ist ja, bleibt ja doch eine relativ starke Mannschaft noch im Haus und die haben dann sofort reagiert und es sind die anderen Kollegen, die haben das mitbekommen und sind dann auch sofort wieder an die Schreibtische geeilt. Mhm. Wir erleben die letzten 2,5 Tage sehr spannende Zeiten, aber auch sehr stressige für Medienkonsumenten, weil über die verschiedenen Kanäle, sei es über die sozialen Netzwerke, übers Fernsehen, übers Radio, über die Zeitungen, alle paar Stunden eigentlich Gerüchte, Meldungen, Geschichten, Beiträge hereinkommen. Wie läuft da die Arbeit in der Redaktion ab? Man kann ja nicht alles sofort eins zu eins rausgeben. Das ist für klassische Medien, auch für den ORF und natürlich auch für die Printmedien eine einmalige Chance, den Unterschied zu den sozialen Netzwerken auszuarbeiten. Wir verbreiten eben keine Gerüchte, sondern wir müssen uns darauf verlassen, dass unsere Recherchen stimmen. Und das ist unser Job jetzt momentan. Wir müssen alles verifizieren. Wir können nicht einfach nur sagen, das schreiben wir jetzt einmal und schauen wir mal, was dann passiert. Sondern uns kann man jederzeit festnageln mit dem, was wir schreiben oder senden. Apropos recherchieren. Die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel haben am Freitag dieses Video veröffentlicht und berufen sich bis jetzt immer aufs Redaktionsgeheimnis, werden sie auch weiterhin tun, geben also nicht preis. Ihre Antwort auf die Frage, die die meisten Menschen jetzt interessiert, woher kommt dieses Video, wer hat es produziert? Haben Sie da schon Informationen? Gibt es schon erste Informationen, von wem das sein könnte? Nein. Und es wird da sehr schwer werden, das herauszufinden, wenn nicht jemand aus der Redaktion von der Süddeutschen oder vom Spiegel plaudert. Die einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist, dass andere Personen, hat ja der Florian Klenk zum Beispiel gesagt, dass ihm das Video oder dass dem Falter das Video auch angeboten worden sei. Es wissen also schon mehrere Personen, wer da dahinter steckt. Nur die Frage ist, ob die jemals was sagen. Also Medienleute werden wohl eher nichts sagen. Was macht dieses Video und die ganzen Diskussionen im Nachhinein mit dem Bild von Politikern heutzutage? Glauben Sie, führt das zu mehr Vertrauen, zu weniger Vertrauen in der Bevölkerung? Das ist keine Frage. Das Video ist ein Fiasko für das Image der Politik ganz generell und für das Image der betroffenen Politiker im Besonderen. Es hat ja bis jetzt schon immer die berühmte Politikverdrossenheit hat ja dafür gesorgt, dass die Zahlen bei den Wahlen, dass die Beteiligung zurückgeht. Jetzt ist ein Ausschlag in beide Richtungen möglich. Kann sein, dass jetzt aufgrund dieser Tatsache besonders viele zur Wahl gehen. Es kann aber das andere sein, dass also noch weniger gehen und das wäre wirklich ganz schlimm. Herr Zennhäuser, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Gerne. Kurz nach 8:30 an diesem Montag, graue Wolken nicht nur über Kirchdorf, graue Wolken auch über der österreichischen Innenpolitik. Willkommen nach einem Wochenende, wo kein Stein mehr auf dem gleichen geblieben ist. Wir versuchen das, was passiert ist und was passieren wird, einzuordnen und tun das heute mit Armin Mühlböck, Politologe an der Uni Salzburg. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
Welche Auswirkungen hat die sogenannte Ibiza-Affäre für Österreich und für Europa und vor allem für die Innenpolitik in den nächsten Tagen? Das werden wir jetzt versuchen, ja, ein bisschen zu analysieren. Neueste Informationen nach gestern Abend betreffend die FPÖ-Minister. Nehmen wir an, die FPÖ sagt heute oder ihre Minister sagen, wir treten zurück, aus welchen Gründen auch immer. Wer ist dann am Zug, was die Postenbesetzung betrifft? Ja, die Posten bzw. die Ministerien sind neu zu besetzen. Bundeskanzler gemeinsam mit dem Bundespräsidenten sind am Zug. Es liegt an dem Bundeskanzler in Abstimmung mit dem Bundespräsidenten, neue Minister vorzuschlagen. Welche können das sein? Woher können die kommen? Die Rufe sind ja unüberhörbar. Es geht, die Rufe gehen in Richtung Experten, Expertinnen, die die Ministerposten bis zur Neuwahl besetzen sollen. Das ist allerdings auch eine Situation, die nicht ganz unschwierig ist, und zwar deswegen, weil eine Regierung braucht selbstverständlich eine Mehrheit im Parlament bzw. muss vom Parlament getragen werden. Das heißt, Sebastian Kurz wird sich auch mit den Parlamentsparteien abstimmen müssen, insbesondere mit den Oppositionsparteien, damit die Regierung handlungsfähig ist und handlungsfähig bleibt. Was heißt das für die politische Arbeit in den nächsten Wochen und Monaten? Was ist mit den Gesetzen, die in Planung, in Ausarbeitung waren? Was ist mit den Untersuchungsausschüssen, Stichwort Eurofighter, BVD? Ist das damit jetzt alles auf Eis gelegt? Ja, zunächst einmal, auch wenn die Gesetzgebungsperiode durch die Neuwahl vorzeitig beendet wird, bleibt das Parlament intakt bis zur Neuwahl. Es tagt auch und es werden auch Entschließungen gefasst, Gesetze verabschiedet. Sich Mehrheiten finden. Wenn sich Mehrheiten finden, und es werden sich wahrscheinlich wechselnde Mehrheiten finden. Mhm. Wie, das werden wir noch sehen, beziehungsweise hängt auch sehr viel ab von der Zusammensetzung der Regierung, keine Frage. Zu den Ausschüssen. Die Ausschüsse, die es aktuell gibt, also Eurofighter und BVD-Ausschuss, die enden mit der Gesetzgebungsperiode. Es muss aber noch nicht vorbei sein. Die können wieder aktiviert werden in der neuen Gesetzgebungsperiode. Ja. Wir wissen also, Anfang September, genauen Wahltermin gibt es noch nicht. Gibt es vorgezogene Nationalratswahlen? Auswirkungen dieser Ibiza-Affäre gibt es jetzt schon, aber auch darunter, auf Landesebene. Im Burgenland soll im September neu gewählt werden. In der Steiermark wird noch diskutiert. Eine Meldung gibt es seit heute früh auch in Linz. Dort wurde mal über Neuwahlen gesprochen. Es gibt dort ein sogenanntes Arbeitsübereinkommen zwischen SPÖ und FPÖ in der Stadtregierung. Bürgermeister Luger hat schon gesagt, Neuwahlen wird es keine geben, aber dieses Abkommen soll aufgekündigt werden. Wie sehr hat dieser Skandal vom Wochenende wirklich mit Landesebene und Stadtebene zu tun? Ja, wir sind ja ab sofort im Wahlkampf für die Nationalratswahlen. Hier gilt es für die Parteien, ihre Ausgangssituationen, ihre Ausgangspositionen zu optimieren. Das, was jetzt angesprochen wurde, betrifft insbesondere die SPÖ. Damit die SPÖ glaubwürdig sich vollkommen abgrenzen kann gegenüber der FPÖ, ist es notwendig und wichtig, alles, was nach Zusammenarbeit mit der FPÖ ausschaut, beziehungsweise wo es Zusammenarbeit mit der FPÖ gibt, zu revidieren und zu beenden, um glaubhaft die Front gegen die FPÖ aufbauen zu können. In weniger als einer Woche wird es schon gewählt. Die EU-Wahl steht an. Welche Auswirkungen hat das, was am Wochenende passiert ist, auf diese Wahl? Das ist eine gute Frage, eine sehr schwierige Frage. Die Wahlforschung sagt, dass so kurz vor der Wahl sich wenig nur mehr verändern wird, was die Wahlentscheidung der Wähler, Wählerinnen betrifft. Allerdings auch wenn es so massiv ist, wenn es so brisantes Material ist, die Aussagen so noch nie da gewesen sind? Ja, wir dürfen nicht vergessen, und das ist der wichtige Punkt, das war nicht nichts. Das war schon ein Knaller, das war eine Bombe. Das war ein historisches Ereignis, und dass das gar keine Auswirkungen auf die EU-Wahl haben wird, das kann ich mir auch nicht denken. Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß und wie. Die Wahlbeteiligung bei der letzten EU-Wahl war, glaube ich, so um die 45%. Was erwarten Sie bei dieser Wahl? Ja, das ist eine mögliche Auswirkung jetzt. Es könnte sein, dass zur EU-Wahl gehen sowieso sehr wenige, ja, 45%. Könnte sein, dass das weiter demobilisierend wirkt, die Unzufriedenheit gegenüber der Politik verstärkt wird und noch weniger gehen. Es könnte aber sein, dass es auch so etwas gibt wie beispielsweise im Bereich der FPÖ-Wähler eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung und die mobilisierend wirkt. Aber wir werden sehen, Prognosen, Voraussagen in der Hinsicht sind wirklich sehr schwierig.
Auf jeden Fall sehr, sehr spannend wird das zu beobachten sein. Herr Mühlberg, vielen Dank, dass Sie uns heute in Tirol besucht haben. Sehr gerne. Österreich im Mai heißt nicht nur Regierungskrise, das heißt auch Skifahren. 9 Uhr und 9 Minuten am 20. Mai. Einen schönen guten Morgen am Montag, an dem es wahrscheinlich heute in den Büros des Landes nur dieses eine Gesprächsthema gibt. Das, was am Wochenende passiert ist, die Ibiza-Affäre und ihre Folgen, auch Thema bei uns heute. Zu Gast Mario Zehnhäusern, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung. Schönen guten Morgen noch einmal. Guten Morgen, hallo. Herr Zehnhäusern, was haben Sie sich gedacht, als Sie das sogenannte Ibiza-Video das erste Mal gesehen haben? Das gibt's nicht. War die erste Reaktion. Ich war betroffen. Ich habe nur einen kleinen Bruchteil gesehen und habe aber sofort gedacht, wenn das wahr ist, und es war offensichtlich wahr, dann hat das riesige Konsequenzen. Mhm. Neben all den möglichen politischen Auswirkungen, die jetzt seit Tagen und Stunden diskutiert werden, stellt sich natürlich die Frage, wie kam es zu diesem Video? Wer hat es in Auftrag gegeben? Wissen Sie da schon irgendetwas? Nein. Eine Spur? Da gibt es nur Vermutungen bis jetzt. Es ist offensichtlich so, dass das Video schon mehreren Personen angeboten wurde. Mhm. Aber wer das produziert hat, weiß man noch nicht. Was Sie aber heute auch bei uns schon gesagt haben, Sie schließen aus, dass es nur um wirtschaftliche Absichten dabei gegangen ist. Dass das jemand gemacht hat, um es dann einfach zu verkaufen, ohne jegliche politische Absichten damit zu verfolgen. Genau. Weil dann wäre ja das Einfachste gewesen, das den Betroffenen zu zeigen. Die hätten sicher sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, um die Aussendung dieses Videos zu verhindern. Auch wenn die ersten veröffentlichten Ausschnitte von der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel jetzt ja schon länger als 2 Tage her sind, weiß man, das Material ist viel, viel umfassender, 6-7 Stunden. Vieles davon haben wir noch nicht gesehen. Gehen Sie davon aus, dass das die Höhepunkte, die negativen unter Anführungszeichen waren, oder dass da noch etwas auf uns zukommen wird an Enthüllungen? Schwierig zu sagen, aber leider ist eher davon auszugehen, dass noch das eine oder andere kommen wird. Es hat ja schon einen Nachträge gegeben mit dem Herrn Gudenus. Hat Spiegel und Süddeutsche gestern noch mal was ausgesendet. Also ich gehe davon aus, dass wir da noch einige Sequenzen zu sehen bekommen. Mhm. Was speziell für uns Journalisten sehr spannend war bei den Aussagen des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, ist sein Bild, sein Medienverständnis. Was bedeutet dieser Vorfall jetzt für das Vertrauen in Medien oder das Medienverständnis der Österreicher und Österreicherinnen, glauben Sie? Es ist ein fatales Bild sowohl für die Politik als auch klarerweise für das Politikverständnis der Menschen. Und was das Vertrauen in Medien generell betrifft, wenn man da hört, dass es scheinbar so einfach sein könnte, ein Medium zu übernehmen und in seine Richtung zu lenken? Na, so einfach ist es erstens nicht und zweitens glaube ich nicht, dass das Auswirkungen auf das Vertrauen in Medien hat. Da spielt eher eine Rolle jetzt, dass die klassischen Medien jetzt in der Lage sind, ihre Stärken zu zeigen, die in der Recherche liegen, in der authentischen Berichterstattung und nicht im Gerüchte verbreiten. Mhm. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und den Kollegen der Tiroler Tageszeitung und Kolleginnen noch eine spannende Woche und sage vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke vielmals für die Einladung. Sehr gerne.